Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Modelleisenbahn, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Es ist nun soweit. Ich versuche nun heute mal die Osmo-Kamera im Vorspann und im Hauptspann die Sony einzubinden. Ich hoffe, dass sie soundmäßig einigermaßen übereinander liegen. Die brauchen nicht gleich zu sein, aber die sollten schon einigermaßen zueinander passen. Ich bin gespannt, wie die Qualität, wie die Audioqualität, die Tonqualität sein wird. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wir beginnen mal den Schwenk oben an der Burg, ganz in der Nähe der Kamera. Da ist natürlich jetzt nicht allzu viel zu sehen, aber wir schwenken mal allmählich rum. Die Kamera ist auf Weitwinkel gestellt und der Zoom ist auf 0. Der Zoom ist auf 0. So, wir kommen jetzt allmählich im Bereich, wo man auch einen Zug sehen kann. Darum fahre ich jetzt auch mal mit einem Zug. So, wir kommen jetzt an der Stange vorbei, wir kreuzen jetzt die Stange und kommen jetzt im Industriegebiet von Mittelstadt aus. So, drehen wir allmählich zurück. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt drehe ich mal auf die Anlage und jetzt machen wir mal den Zoom an. Das ist der Zoom 3,0. Mit dem schwenke ich jetzt auch noch mal. Hier sieht man einige Details. So, jetzt gehen wir wieder zurück und versuchen mal etwas die nähere Umgebung uns anzusehen. Hier ist das Kirchlein und allmählich kommen wir wieder zur Burg aus, diesmal mit Zoom. Den schalte ich jetzt mal wieder zurück. Da fällt man auch nicht mal um, wenn der Zoom zurückläuft. Ja, soweit mal als Versuch. Ja, ich wünsche euch weiter, bleibt gesund, alles Gute und der Wilfried Analog sagt Tschüss.